So Leute, willkommen zurück zu Crypt of the Necrodancer und wir starten wieder voll durch, ab in Zone 2. Bam, bam, bam. Bam. Und das läuft schon mal gut. Ich sehe, höre hier aber irgendwo einen Boss, offensichtlich. Hier wird er noch nicht sein, von daher 10 Münzen habe ich schon. Dann können wir uns einen Apfel einkaufen. Da ist es. Bam, bam, bam. Also ich habe das andere Pferd nicht mehr im Kopf, was wir erst einmal trainiert hatten. Aber ich glaube, das war etwas schwieriger. Bam. Glück gehabt, dass er jetzt nach oben gesprungen ist. Bam, bam. Und den Helm. Nice, jetzt haben wir den Helm von Magneto. Das finde ich wiederum schade, dass sie den jetzt nicht anzieht. Obwohl sie doch die Rüstung immer anzieht. Titanium-Dagger, okay. Bam. Bam. Noch hier schnell hochgehen. Bam. Zack. Bam. Dass sie sich jetzt nicht bewegt hat, obwohl ich gedrückt habe. Hm. Hätte ich anders erwartet. Zack. Bam, bam, bam. Boah, der macht schon einiges mehr Schaden. Gut, er hat hier Probleme. Zack. Ah. Jetzt kann ich schon direkt wieder den Apfel essen. Bam. Da, da, da. Oh, Sekunde. Da muss ich gleich. 1, 2, 1. Entschuldigt. Dam, dam, dam. Das war mein Fehler. Da, 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 da. Okay, gehen wir rein. Up und left essen. Den können wir uns leisten, den haben wir uns verdient. Oh. Golden Rapier. Nehmen wir den mal mit. Ich denke mal, der ist etwas weiter von der Reichweite her. Ja. Aber er scheint weiter zu springen mit dem. Ups. Free Spell, okay. Und mal ein bisschen runter machen die. Abwechslungsreiche Melodie. Ja, ich springe weiter runter mit dem. Das ist nicht normal. Bam. Das finde ich auch nicht so gut. Ehrlich gesagt. Weil normalerweise behält man ja die sichere Distanz. Aber naja. Bisher ist es nicht weiter schlimm. Aber hier zum Beispiel. Bam. Bam. Bam, bam. Wow, die ist ein bisschen komisch. Bam. Und den verstehe ich immer noch nicht. Also wirklich nicht. Bam. Der ist einfach nur komisch. Die Bombe behalte ich mal noch. Ich gehe noch da hoch. Da ist nämlich noch was. Die Kleidung könnte ich holen. Mache ich auch mal. Zack. Karategi. Also ich denke mal, ich weiß jetzt nicht genau, was sie bringt, aber alles wird besser sein als keine. Oder nicht. Sieht das wäre anders. Oh, das war knapp. Bam. Bam. Ja, das Einzige ist, es geht halt alles etwas flüssiger voran hier jetzt mit dem Dagger, wenn man es so sehen will. Oh. Da ist schon der Boss. Bam. Bam. Ja, und genau das meine ich. Jetzt bin ich gestorben, weil ich in ihn reingeschwungen bin. Das ist halt Bullshit. War natürlich nicht gut gemacht von mir. Aber trotzdem. Gut, mit 4 Diamanten können wir fast nichts anfangen. Gut, wir können erstmal gucken, was hier oben ist. Ja, eine Truhe eventuell, wenn ich... Zack. Bam. Dun, dun, dum, 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 dum. Hier ist nichts Besonderes. Schade. Bam. Bam. Und wieder direkt essen. Zack.
Zack. Ich komme gerade nicht so ganz zurecht, den zu kiten, hat dann aber letztendlich doch hingeschlagen. Bam. Zack. Oh, Glück auf. Zack. Hier gibt's auch nichts mehr. Das ist ein großer. Bam, bam. Purple Scroll, die Bombe. Zack, den töten, das Teil hier holen. Gold Sword. Sehr schön. Oh. Ich zahle 2 Herzen für ein anderes Herz. Das mache ich nicht mit. Das Ding ist nämlich, ich weiß nicht, wann ich meinen nächsten Heilzauber. Aber eigentlich könnte ich es mir noch nicht, ich mach's doch mit. Zack. Das ist okay. Wenn normalerweise. Ich hab's jetzt doch mitgemacht, weil wenn ich was zu essen kaufen kann, dann wird das auf jeden Fall etwas Besonderes sein. Zack, 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 zack. Zack, bam. Bam. Zack, up und left. Bam. Up und left. Gigantism. Bam. Das ist jetzt gerade alles. Ja. Das Geräusch macht es jetzt immer noch, weil hier was in der Nähe ist. Okay. Yellow Scroll einsetzen. 100 Coins. Ich wollte eigentlich einen Heal. Aber da muss ich warten. Wow, jetzt habe ich mich wieder erschreckt. Ich versuche direkt den Shopkeeper zu finden. Bam. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die. Ja, scheiße. Scheiße gespielt von mir. Und immer diese 4 Diamanten fangen voll ab. Davon kann ich mir einfach nichts Nützliches holen. Ich könnte Dinger freischalten, Level und so. Aber das ist nicht so der Traum aller Männer. Zack. Ah. Und man findet ja schon immer 2 und trotzdem. Da muss ich da oben links hin. Und hier ist wieder ein Ding. Aber vorher kaufen wir ein. 5, 15, 50. Fuck. Dann holen wir erstmal das hier. Da werde ich wieder kämpfen müssen, glaube ich. Ja. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Zack. Ja. Ohne anständige Waffe schaffe ich das persönlich da nicht. Dieses Gelbe mit Schwarz, das ist Kämpfen. Was an sich nicht schlecht ist, wenn man eine gute Waffe hat. Aber die hatte ich halt nicht. Deswegen hatte ich da ein paar Probleme. Bam, bam, bam. Shrine of War. Jetzt sehe ich irgendwie ein paar Sachen hier auf der Karte. Ich weiß nur nicht, ob ich von oben oder von unten hier. Okay, dann esse ich den erstmal. Up und left. So. Ja, von unten. War klar, von Bossseite dann. Ja, das ärgert mich jetzt schon wieder ein bisschen. Bam, und hier weg. Da wieder dann rein. Oh. Das muss ich fast nehmen. Gigantism. Zack. 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 Bam. Ich muss einfach einen Heal jetzt finden. Up and right. Bam.
Bam. Bam. Zack. Bam. Ja, scheiße. Diesmal aber wenigstens nur zwei. Bam. Zack, keine Ahnung, was da drin ist. Okay, kaputte Sachen. Ja, da muss ich jetzt rein, um die Goldmünzen zu kriegen. Bam. Okay. Und provoziert schon ein wenig. Zack. Road Sword. Bam. 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 Und sehr schön. Fuck. Nicht so schön von mir gespielt. Kann ich schon direkt wieder essen. Und da ist der Boss. Bam. Ja. So. Und da oben noch den Diamant holen. Und ihn jetzt erstmal laufen lassen. Und warten. So. Hab zwar jetzt meinen Coin-Multiplier damit zerstört, aber das kann einem in dem Fall mal egal sein. So. So. Und bevor sie wieder anfängt zu rollen. Nein. Nein und nein. Tö. Ja, dumm von mir wieder. Zack. Zack. Da ist etwas und da ist auch der Goldschrein. Bam. Oh, ja. Dumm wieder von mir. Richtig dumm. Richtig, richtig dumm. Und da hoffentlich was Gutes drin. Ein Titanium-Bagger. So. Der ist auf jeden Fall mal besser. Als der normale Dagger. Wow. Okay, ich weiß nicht, wie ich gegen sie mit einem Dagger ankommen soll. Und bam, bam, bam. Bam, bam, bam. 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 Wow. Glück gehabt. Bam, bam, bam. Ja. Warum ich da auch immer reinspringe. Dim. Ja, ich wusste, hab nicht damit gerechnet, dass sie über die Dings fangen können. Über die, Treppe. Das frustriert mich ja jetzt schon ein bisschen. Ja. Und ich mache auch immer wieder den gleichen Fehler. Warum auch nicht? Bam. 20 Leder, nehmen wir mal mit. Bam. 6 haben wir dann auch. Bam. Der zeigt uns, wo der Exit ist, falls ich das noch nicht festgestellt habe bisher. Bam. 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 Ich bräuchte wieder eine Waffe, ne, Anständiger? Nein. Bam.
Ach, ich hab den Rapier nicht mehr. Bam. Bam. Okay, er kann relativ schnell angreifen. Damit habe ich nicht gerechnet. Gut, nehmen wir ihn aber mal trotzdem. Yellow Scroll. War das Goldzeugs. Bam. 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 Bam, 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 bam. Up und left. Okay. So, das wollte ich testen, ob sie... Ja, okay, sie rollt. Bam. Die rollt automatisch los. Zack. Dam, dam. Bam, bam, bam. Wow. Das wäre fast knapp gewonnen. Da ist der Exit. Bam. Ja. Bam. Ich verstehe den einfach nicht. Tut mir leid. Ich weiß nicht. Also irgendwie scheint er mich nicht direkt angreifen zu können, wenn ich nicht in ihn reinrenne. Nee, ich mach grad Scheiße, um die zu kann. Ist auch egal. Zack. Also ein Zweifeldteil finde ich hier ein bisschen besser als... Oh, sehr schön. Zack. Hm. Ich weiß nicht, ob er mit der Angst spielt. Bam. Aber er scheint mich nicht direkt angreifen zu... Und jetzt wieder ein Blue Key. Oh, shit. Jetzt muss ich hier hoch. Zack. 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 Wow. Der war wirklich gut von mir. Zack. Boah. Der war stark von mir. Ich habe jetzt fast kein Leben mehr. Bam. Da ist was. Dam, dam. Dam. Okay. Der ist Longsword. Würde ich denken, ist besser, weil ich mich nicht nach vorne bewege. Macht halt nur nicht so viel Schaden. Aber ist an sich besser. Und Windboots, sehr schön. Dann müssen wir jetzt noch hier zum Shopkeeper, nachdem wir die Fledermaus töten. Hm, bam. Passendes. Aufpassen, dass wir nicht in die Treppe kommen. Gut. Chainmail und Telepathie-Dings. Der hat, glaube ich, die Monster freigegeben, ne? Ja, ich habe das viel gesehen und wollte schon nach rechts, es ging aber nicht mehr, weil er einfach instant auf mich springen kann. Warum auch immer mehrere Monster auf einem Platz sein können, das ist halt komisch. Aber gut. Einmal machen wir noch. Zick. War aber wieder eine bessere Hand. Und das freut mich schon mal. Zack. Wow. Boah, der war knapp. Bam. Bam. Bam, 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 bam. Bam, bam. Also der verschwindet nicht, der Schlamm. No matter what. Drei Bomben ist gut. Wir gehen jetzt erstmal zum Shopkeeper, wobei Waffen zu teuer sein werden. Lila, was war Lila? Oh, oh, oh. Wenn ich den hier jetzt mache. Bam. Bam, bam. Sehr schön. Jetzt kann ich mir eine geile Schaufel holen. Aber ich hole mir vorher den Speer. Bevor ich mir die geile Schaufel hole. Damit kann ich nämlich noch leichter die Gegner töten. So.
Oh, da habe ich direkt die Magic Torch, die ich gerade erst bekommen habe. Ich höre hier die ganze Zeit. Das ist bestimmt der Boss, der hier hoch will. Ansonsten gibt es gerade nicht so Sinn. So, so. Bam. Und da können wir uns die geile fucking Schaufel holen. Leider können wir mit ihr nicht dadurch. Ja, das will ich nicht. Ja, den Boss hat mir down. Oh, den brauchen wir gar nicht, den Altar. Nicht auf der Ebene. Das wollen wir auch nicht. Ich finde den Speer hier, wie gesagt, besser. Zack, zack. Ups, da war ich, glaube ich, nicht im Takt. Und runter. Und da sind die nächsten zwei Diamanten, sehr schön. Kaputt hauen können wir ja alles. Nein, das war dumm von mir. So. Boom. Bam. Du, du. 350, was ist das bitte? Ein Gewehr. Ein Gewehr für 350. Das will ich ja mal gucken. Sehen. Also wenn es geht, würde ich das schon mal gerne austesten. Aber das hat hier keinen Sinn, sich durchzugraben. Da wird eh nichts sein. Wir müssen uns das Geld redlich verdienen. Zack. Ja, der ist, glaube ich, wirklich nur zum Angst machen. Ich glaube, der ist eigentlich relativ easy. So. Warum mache ich jetzt auf einmal so viel Schaden? Ah, vielleicht macht mein Karate-Kit mehr Schaden. Das könnte natürlich sein. Der sieht ja jetzt nicht aus wie ein... Ich denke, das ist auch so. So. Extra Boots. Hab schon wieder vergessen, was sie bringt. Ist auch nicht schlimm. Sehe ich vielleicht gleich wieder. Ich glaube, damit konnte ich über Wasser. Wenn ich wieder mich versuche zu entsinnen. Fuck. Bam. Schön gefolgt bin ich da. Das war gut gespielt. Sehr schön. Bam. Bam. 350 werden es anscheinend nicht. Ich kann jetzt noch da runter gehen. Aber scheinen mir keine 350 zu werden. Was aber auch nicht schlimm ist, ich muss vielleicht hier keine neue Waffe jetzt direkt austesten. Zack. Zack, zack. Ja, ist nicht weiter schlimm. Ring of Charisma. Sehr schön. Und ich habe sogar noch was zu essen. Up und left, up und left. Wird's knapp, up und left. Ja. Ja. Also die kann man nicht von vorne treffen. Also den schwarzen. Ich habe nur dann schon keinen auf den Endboss... kein... Was? Was zum Teufel? Keine Lust auf den Endboss, wo das dann der Fall ist. Wo die beschwören werden. Das ist wieder Glas, oder? Das ist alles, was ich nicht brauche. Ich habe das Karate-Gi. Irgendwie war der Button da gerade leer. Okay. Ja, gegen den können wir ganz normal. Ah, das ist ein Explosions. Ah, geil, Alter. Ich gehe erstmal auf Down und Up. Down und Up. Down und ab. So. Ich bleib da mal erstmal bei. Falls das. Bam. Zack. Zack, zack. Falls das beim Boss vonnöten ist, kann ich wechseln. Ich weiß nicht, ob das an einem. Okay. Ich springe mich also nur weiter in die Richtung, in die ich sowieso schon springe. Bam.
Okay, das gibt Sinn. Und hier kommt der Boss. Da. Jo. Ich springe hoch und er greift diesen scheiß Pilz an. Das ist richtig dumm jetzt. Das war ein richtig guter Run. Keine Ahnung, Morgenstern unlocked. Fuck this shit. Dann sehen wir uns wieder das nächste Mal bei Crypt of the Necrodancer. Danke fürs Zugucken, bis dann. Tschüss.